natürlich. Sind wir schon live? Sind wir schon live? Ja. Also hier, Warzone 2100 mit Rauschgeräuschen. Sehr gut. Ich mach ein Intro. Hallo. Du machst ein Intro? Ja, hallo alle miteinander. Wir sind Meldrian, Comrade und von Sigdi von Hulasi-Linux-Game.de. Wir spielen heute Warzone 2100. Yeah. Jetzt muss ich mir das Lachen verkneifen. Das ist völlig in Ordnung, das ist ja nur menschlich. Warum steht okay. denn da immer... Eldrian, ich verstehe das nicht, krieg das nicht weg, ist doch egal. Es ist halt einfach... Eldrian. Jetzt. Ach. Boah, geil. So, ich würde sagen, zum Kennenlernen... Erstmal der Ping. Zum Kennenlernen, wir alle gegen die leichtesten Computergegner. Einfach so zum Einstieg. Oder habt ihr schon so viel Erfahrung, dass man jetzt sagen könnte, Vollgas? Es ist tatsächlich schon ein Tag her. Gut. Ich habe tatsächlich so viel Erfahrung, dass ich es gerade das erste Mal spiele. Gut. Oh. Dann sage ich jetzt, dann muss der Siggi noch auf bereit klicken und dann klicke ich auf bereit. Der Siggi kann nochmal eine andere Farbe nehmen vielleicht. Siggi, nimm nochmal eine andere Farbe. Weil gelb und dunkelgelb ist vielleicht ein bisschen... Ich könnte jetzt schon wieder an die Wand stellen, den Jungen. Du klickst auf die Farbe. Ich mach's selbst. Komm, ich bin blau, ist gut. Du weißt, dass du diese Einheiten selber zusammenbauen musst, Sigdi? Ja. Ja? Gut. Gut. Okay, dann sag ich jetzt auch bereit. Und wenn der Sigdi bereit klickt, dann wuppdiet. Ich klick auf bereit. Aber? Jetzt bist du ein Computer geworden. Auch gut. Team B. Wieso bist du Team B? So. Ich hab einfach mal bereit geschickt. Ja. Das ist ja nice. Alles richtig gemacht. Uki. Ukise. Also, wenn Fragen offen sind, vermag ich sie vielleicht zu beantworten, muss aber nicht sein. Ansonsten, fuchst euch erstmal ein. This is gonna be a lot of fun. Und vergesst nicht zu forschen, das ist somit unser das Wichtigste. Und wir tauschen uns einen Forschungsstrang, das ist eigentlich total geil im Multiplayer, finde ich. Und so einfach mal mit mehreren Leuten sich da nerven kann. Haben wir denn alles hier? Das ist ein Ding, eine Forschung und ein Kraftwerk. Ach, guck mal, Fabrik gibt's auch. Klar. Ist alles fertig. Wollen wir jetzt mal machen hier? Konstruktion abgeschlossen. Wo ist denn hier die Nuschelkatze hin? Da ist sie. Da unten. Da. Ach nee, das sind die Bösen. Ich hab mal mit diesen kleinen Pupsgegnern noch beigeflanscht. Die finde ich nämlich eigentlich ganz unterhaltsam. Okay. Das heißt, ne, sind so Neandertaler-Gegner quasi. Die sind, wie gesagt, sehr unterhaltsam zwischenzeitlich. Die lockern das Ganze so ein bisschen auf. Erstmal, ich muss mich erstmal echt zurechtfinden, ohne Scheiß. Ja, darfst du doch. Produktion abgeschlossen. Alles kein Problemchen. Weißt du, was mein letztes Echtzeit-Strategiespiel war? Jetzt kommt's. Dune 2000. Oder Kaiser. Kaiser. Das war Echtzeit-Strategie? Nein, stimmt schon. Aber egal. Läuft das nicht unter Echtzeit? Nee. Kaiser ist rundenbasiert. Ist halt auch schon alt, ne? Ja. Produktion abgeschlossen. So, da kommt schon der Gegner angeschossen mit seiner Armada von Baufahrzeugen, die uns versuchen, die Ressourcen unterm Arsch wegzuklauen. Ich habe auf der Karte hier leider überhaupt keine Ahnung, wo hier die Ressourcen sind. Produktion abgeschlossen. Sonst würde ich euch irgendwie mal einen Tipp geben, wo wir jetzt gleich hinreisen müssen. Naja. Produktion abgeschlossen. Soll ich wohl Einheiten mal zusammenbauen hier? Produktion? Konstruktion. Aber nicht irgendwo. Kommt man denn die Viecher noch hinzufügen? Okay. Habe ich keine Chassis oder was? Chassis? Anfangs hat man nur eines.
Umf. Nee, ich hab gar keins. Das ist wenig. Selbst für den Anfang. Ich kann so ein Viper-Ding bauen, aber... Ach nee, da rechts ist noch... ein bisschen auseinandergezogen, das... Oh, ich werde attackiert. Aktiv oder passiv? Nee, richtig aktiv. Oh, hier war fix. Produktion abgeschlossen. So sicher, dass du die Leicht, Abgeschlossen. Wir haben hier auch gar keine Einheit hingebaut, aber ich habe da einen, der repariert ist. Läuft. Chef Reparator. Grundlagenforschung abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Ja, da kommen die Jungs von der Kavallerie. Was bist denn du, rot oder blau? Ich bin das Rote. Das Rote. Ach, hier ihmchen, der Einzelne da. Na, den... Der kriegt aber jetzt meinen Lack abgeschält. Er läuft. Gut. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Mhm. Also bis hierhin würde ich sagen, wir schlagen uns gar nicht so schlecht. Kann man das vorsichtig so ausdrücken? Bitte? Da haben wir noch gar nichts. Ja, das ist ja der Punkt. Aber das machen wir halt echt gut. Ich habe gerade eine Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Wo denn? Ah. Verstehe. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Sehr stolz auf meinen Panzerfahrer, wie er erfolgreich den Baum angegriffen hat. Dieser echt aggressive Baum. Der musste halt auch wirklich mal auf den Sack kriegen, ne? Also, man lässt sich ja viel gefallen im Normalfall. Aber nicht der. Nee. Perfekt. Ich versuche mal die Mitte zu holen. Das ist natürlich wie bei den Ich sehe gerade schon, du hast halt schon eine ganze Menge Spaß, so, ne? Ja, man, das ist halt, weil die Computergegner kleine Assis sind. Da muss man da auch mal sagen, nee, darfst du noch nicht. Sonst holen die sich da den finanziellen Vorteil und dann guckt man die. Ist da los? Das ist da nur so ein kleiner Manneken. Der Feine. Ich sehe schon, du hast eine ganze Menge Spaß da unten. Ne? Ich mal ein bisschen mitmischen hier. Ja, bitte, als bei. Da kommen nämlich auch als mal wieder so ein paar Leute angeschissen. Ich freue mich über jede helfende Hand. Ich forsche so lange Reparatureinrichtungen und Schwebepanzer. Einheit
angegriffen. Produktion abgeschlossen. Rode? Ah, Rode! Da kommt er angeschissen! Produktion abgeschlossen. Ja, der Siggi, den macht das doch gar nicht so schlecht. Schön Verteidigung und so. Gefällt. Erstmal spielst du, hast du gesagt? Ja. Ja, läuft doch. Dann kann man sich durchaus beschissener anstellen. Es gibt keine Einheiten, du musst die irgendwie zusammenstellen, ne? Weißt du? Ich weiß. Okay. Ich versuche mich gerade ganz in Ruhe mal durchzusuchen. Boah. Also wer möchte, ich hab Comrade oder Siggi oder was, ich hab da mal so zwei Quellen freigeschossen. Da könnte man quasi so mit einem Baufahrzeug hin und die okkupieren. Läuft. Aggressiv okkupieren. Huch, ich hab ja Rippen. Das ist schon wieder so mit so einem Mannequin an hier. Die Mannequin braucht irgendwie am längsten, bis er die plattert. Ja, das ist, wird später noch deutlich asozialer. So, also es gibt komplette KIs, die nur darauf ausgelegt sind, sich mit Cyborgs zu verteidigen. Oh. Irgendwie kann man auch Marker setzen. Ich hab mir noch nicht ganz raus. Ihr dürft euch wehren, Jungs. Steht schon wieder nur da rum. Einheit wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Wo dürfen wir das denn später plätten hier? Machen wir das auf Lase? Das posten? Ja. Supi. Wie schön. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Mal ein bisschen Material rausziehen für den Foss-Trailer. Defense-Gedöns. Grundlagenforschung abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ich finde den Soundtrack immer wieder nett. Weiß auch nicht. Irgendwie spricht er mich doch sehr an. Ist das Elektro-Gedudel hier? Ja, ich finde das gar nicht mehr so übel. In dem Fall unaufdringlich genug, dass man ihn auch vielleicht länger als 5 Minuten hören kann, ne? Ei, glaub's denn? Kommt die von der Senet? Frech. Produktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Der echt nur Cyborgs da oder was? Wer, ich? Nee, der Typ da. Der Computergegner, der eine. Ja, wie gesagt, das ist, sie schießen sich relativ am Anfang auf so eine Technik ein und die verfolgen die dann permanent. Und dann perfektionieren die halt auch so richtig eklig. Guck mal, ein bisschen sparsam. Anschluss. Flammenwerfer für sehr hohe Temperaturen. Das klingt schon mal gut. Rode! Was macht der Rode da? Wer ist denn rot? Der Kommel. Der Kommel ist rot. Mhm. Passt der mit der nicht. Mit der Panzerarmee vor der Tür. Ja, genau der. Und du bist der Blaue. Ich bin der Blaue. Ich krieg gerade in der Mitte auf den Sack. Weil der Gegner gerade das macht, was er immer gerne macht. Er kommt mit Reparatureinheiten, die dann da stehen und den Weg blockieren. Angegriffen.
Nein, ihr solltet nicht verteidigen. Nein. Sollt ihr nicht. Magnificent! Ich gebe zu, es ist vielleicht doch etwas hektischer, als ich anfangs vermutet hatte. Ich dachte, wir würden uns der Gegner wäre nicht ganz so hart auf leicht. Er ist ja schon recht, legt schon ein recht aggressives Verhalten an den Tag. Ein bisschen. Als ob er uns nicht leiden kann, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Sau. Das hat mir irgendwas getan. So, einer von euch beiden muss jetzt mal hier so mittig an diese Ressourcenquelle rangehen, sonst mache ich das. Dann ist sie hier. Aber der. Muss man irgendwann seine ganze Armee auf diesen Cyborg hetzen, ne? Auf einen. Ja. Zu Recht. Dauert lang genug. Abgeschlossen. Ja, ich bin ja mittlerweile auch bewaffnet, also. Soweit bin ich mal, dass ich mittlerweile auch bewaffnet bin. I like. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Wo denn, was denn, wer denn? Ist ja schon wieder Goat. Ist noch nichts passiert. Forschung abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Sehr gut. Grundlagenforschung abgeschlossen. Nötige mehr Ressourcen, sagt er. Grundlagenforschung abgeschlossen. Grundlagen. Eine Energie. Angegriffen. Ja, keine Energie ist so ein Dauerzustand beim Spiel, glaube ich. Abgeschlossen. Das geht mir da also gar nicht so unähnlich. Irgendwie bei minus 500 sitze ich gerade. Energie, 3600. Boah, Cheater! Die Farbe wieder, ne? Nein, ich bin einfach nur langsamer. Cheater. Könnten wir eben aufhören, alles zu bauen hier. Kommen und aufpassen, da kommt wieder einer angeschissen. Ein einzelner, wohlgemerkt. Hat einen Nerv für Riesenviecher da. Der ist schon abnormal. Eine Kette ist das, glaube ich. Wer kommt da? Sick, der kommt. Wer kommt? Coming right at us. Ja, so, lass ihn doch kommen. Und ein Cyborg. Oh. Verdammt, ein ganzer Cyborg. Ganze Armee wieder drauf hier. Ich hab doch mal ein Fahrzeug runtergeschickt. Ja, es ist natürlich nicht noch nicht losgefahren. Selbstverständlich. Produktion abgeschlossen. Alter, das gibt's nicht. Da steht ein Kack-Baumeister. Der Krieg steht unter Dauerbeschuss und der hält. Das ist der Wahnsinn. Das ist schon so richtig schön eklig. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Energieressource. Einheit wird angegriffen. Alter, jetzt fahr doch mal. Fährt nicht. Wer denn, was denn? Ein blödes. Ah, er hat sich festgehangen. Ja, das ist ein sehr, 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 sehr. Und ich wiederhole, sehr beliebtes Problem in diesem Spiel. Einer hätten die so. Ich sag mal, überhaupt keine Lust an, sich von A nach B zu bewegen. So, jetzt habe ich Energie. Kleines Energiemodul obendrauf. Konstruktion abgeschlossen. Ein.
Beltran kommt hier mit Luftkissen angeheizt. Nöt, nöt. Die sind ganz cool. Also wie gesagt, was ich bauen kann, könnt ihr auch bauen, ne? Also. Ja, ich bin gerade dabei. Ah je, yeah, der Siki, was baut denn der da? Was hat er denn da Feines? Sehr schön. So, Mini-Raketen. Bin also von sämtlicher Raketentechnologie bin ich persönlich ein riesen Fan. Also ich mag die sehr. Komm mit deine Leute denn gerade angeschissen? Ach, nur von so kleinen Spackos da. Genau, von den kleinen Lieblingsspackos. Feuerwehr, komm. Die Feuerwehr. Ach, was ist denn hier los? Wo, was? Oh, ich seh's. Ich glaube, ich komme dazu. Der Grüne, also der, wie heißt er denn? Das ist ein Scavenger. Ja, genau, Scavenger. Den man nicht spielen kann, traurigerweise. Bauen wir jetzt erstmal auf hier. Genau. Ach, einen Schuss auf mich abgegeben. Vielleicht ist das gesamte Dorf niedergemäht. Ach, guck mal, da ist eine Ressource. Gleiches mit gleichem Vergelten, gone wild. Nein! Nein! Boah. Hast du ein Schwein? Hast du ein Schwein? Wahnsinn. Der dürfte eigentlich gar nicht mehr fahren. Ach klar, hier als Raketentechnik, immer drauf. Was denn? Ist, Alter, ist. Was ist denn los? Ich befreie das Dorf und will den Turm da so setzen. Und was meint er? Ja, das ist bei mir vor der Haustür, hey. Siki, oder was? Ja, sicher. Der fiese Kerl. Alter, ne? Den nächsten kriegst du. Ja, ja. Dann gehen wir zusammen jagen. Den gehst du kaputt an dem Typ? Ich bin jetzt mittlerweile gleich so gut bewaffnet, dass wir da durchrennen können. Ah ja, beim Sparer hört die Freundschaft auf. Ne? Siki, du musst ein Kraftwerk bauen, sonst kannst du die Dinger nicht anzapfen, die zusätzlichen. Ein Kraftwerk? Ja, genau. Das ist erledigt. Die du jetzt gebaut hast, die bewegt sich nicht, die Hacke, weil die das Zeug nicht verarbeiten kann. Und das Kraftwerk muss in der Nähe gebaut werden? Oder? Einfach irgendwo. Einfach irgendwo? Ja. Wird erledigt. So, Kraftwerk. Hey, du hast da links von dir noch einen. Was? Ja, du hast da links von dir noch so ein Ölboot drin. Ja. Ja, rechts von dir, da oben. Ich hab schon was hingeschickt. Fies. Oh, schickes Zusammenschnüren hier. Die Hover sind lustig. Die sind der Hammer. Wenn die sich bewegen, das sieht so geil aus. So elegant. Ja. Aber die rollen auch immer irgendwie um die Kurve. Du merkst richtig, dass sie nicht bremsen können. Also haben sie gut umgesetzt. Übel gut. Also für 1998 übel gut. Ich meine, es war 98 oder 99. Das Ursprungsspiel ist uralt. Ja, da lobe ich mir Open Source. So muss das sein. So. Man kann ja die Einheiten auch benennen. Finde ich sehr gut. Gerade ist ein Feature ever. Powerficker. Ja! Gladios, der Wegdonnerer. Es gibt immer einen Weg. Einheit wird angegriffen. Was? Einheit wird angegriffen, das kann ich so nicht stehen lassen. Einheit, da muss ich intervenieren. Einheit wird angegriffen. Ich verstehe. So, jetzt hat der böse Gegner die bösen Lanzer und die sind echt fies. Die echt bösen, die kann ich auch noch gar nicht erforschen. Ich glaube, wir haben die noch gar nicht. Das ist natürlich jetzt mies. Produktion abgeschlossen. Naja.
dann erfolgt schon mal. Dann müssen wir mal, wa? Dann machen wir das und. Und. Dieses und Hackespitze hoch das Bein. 3 plus 4 sind 5. 7. Ja. So, Halbkette. Da machen wir immer richtig fieses. So. Funktion abgeschlossen. Kommando. Flammenwerfer. Grundlagenforschung abgeschlossen. Wart. Ich weiß nicht. Flaktum verfügbar. Klingt gefährlich, macht sicherlich Spaß. Klingt zerstörerisch, gefällt mir. Ja. So. Hier steht er gut. Wobei Ketten stehen ist eigentlich auch nicht so geil. Hurricane Flaktum. Das gefällt mir. Das nehme ich. So. Aber der Begriff Flak ist dir schon, du weißt damit schon was anzufangen, ja? Das schießt ja nur in die Luft. Ich weiß. Nicht, dass du nachher mit 50.000 Flaks ankommst. Hab ich nicht vor. Eine Million. Eine Million? Da stehen auch noch Leute von mir. Ich rück jetzt mal ab da, so von dem Turm, den du da okkupiert hast, ne, Kommel? Das hast du dir verdient. Was? Alter, ey, der ist jetzt aber auf. Jetzt gibt's auf der Ömme hier. Alter. Aber schön zerlegt. Ein ne? schönes Baufahrzeug. Ich wollte nur ein bisschen Mauerchen machen, ne? Ich sag dir, der ist frech. Der wird gleich so aggressiv hier. Da, so, treibt sich der nächste rum? Konstruktion ab. Ihr könnt ruhig mal ein bisschen kitzeln gehen. Da bin ich dabei. Hier, tut euch mal der, zusammen. Der ein bisschen aber richtig. Jetzt fängst du aber ein bisschen an, hier so rumzukommandieren, ne? Ja, ich brauch das manchmal. Sollten wir erstmal demokratisch entscheiden, ja. Ich hab halt keine, also ich hab nur noch so die, das was bei mir in der Mitte rumhüpft und das wird von alle paar Sekunden dezimiert. Ui. So. Der ist aber auch mit flotten Einheiten unterwegs hier. Zack. Sehr gut macht ihr das. Ich beobachte das. Ich werde sogar eine von Kommels Einheiten auf Kameramodus umschalten. Die kann ich gar nicht. Schade. Oh, der kommt da, der kommt da, der kommt da. Mit seiner ganzen Cyborg-Geklatsche. Sigi, auch noch auf nach Süden! Sehr gut. Ich brauch Laser. Da gibt's nur noch eins. Laser. Hier, Glück doch. Oh Gott, das ist einfach nur noch ein Flammenmeer. Übel. Oh. Wir haben das überlebt? Ja. Warum hab ich denn jetzt Einheiten verloren? Ja, das ist, die KI hat manchmal so den Wahn, einfach an deinen Einheiten vorbeizulaufen. Zwar schießend, aber mehr oder minder ignorierend. Ja, wie geil, er hat diese Harvester als Hammer. Jechner oder der Sigi? Nee, der Jechner. Der Jechner. Der hat alles auf Hover gemacht, ja. Die Hover-KI. Wo bleibt denn eigentlich mein Commander? Wird er schon gebaut? Der soll eigentlich schon irgendwo stehen. Abgeschlossen. Nö. Wir gehen auf den Planeten. Keine Ahnung, wo der ist. So, lieber Herr Comrade, hier hat's Ressourcen, die darfst du behalten. Natürlich nicht mehr. Die Cyborgs halten nicht viel aus, kann das sein? Irgendwie habe ich dann die falschen Waffen. Ja, das ist teils. Also ich habe irgendwie, der Gegner kriegt die immer so oft gerüstet, dass die da minutenlang stehen unter Dauerbeschuss. Ja, meine haben irgendwie nicht lang durchgehalten, ne? Ich kann ja mal die Forschung in Richtung Cyborgs hervorbringen. Da haben wir nämlich noch nicht so viel. Einheit wird angegriffen. Und
blablabla. Verstärkte Gebäudematerialien mache ich auch mal. Forschung abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Und ein bisschen Thermalpanzerung. Also Mini-Raketen und Mörser. Mega. Ja. Mini-Raketen, ja. Totaler Fan von. Finde ich klasse. Sieht nicht nur gut aus, macht auch Spaß. Streubombenabwurfschacht. Klingt interessant. Okay, jetzt gemacht. Okay, jetzt geht mir langsam auch die Energie zur Neige. Ha, das heißt, du spielst es richtig. 300 habe ich noch. Wird angegriffen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. So. Boah, der greift mit Fliegenden an. Hat er schon V-Tools? Das ist nicht so gut. Ja, der kam mir gerade entgegengeflogen. Hab ihn aber noch erwischt. Sehr gut. Forschung abgeschlossen. Energieressource. Ah, irgendjemand hat eine Energieressource freigemacht. Sehr gut. Ich. Sehr gut. I like. Einheit wird angegriffen. Da kommen schon wieder Flugzeuge, 3 Stück an der Zahl, und greifen deine Ressourcen an. Mittig? Hey. Ja. Ah ne, vom Kumpel das. Oh, ist sogar kaputt. Ja. Oh. Do not like. Das sind eigentlich meine ganzen Leute. Produktion abgeschlossen. Du hattest gemeint, das sind leichte Gegner? Ja. Okay. Das ist, das Spiel hat so eine eigene Definition von leicht, habe ich manchmal das Gefühl. Okay. Aber es macht Spaß. Das, ja. Definitiv. Kann ich nur bejahen. Also das gehört auch wirklich, und das ist, wer mich kennt, und das sind die wenigsten, Gott sei Dank, weiß das auch, das gehört wirklich zu der Kategorie Spiel, wo mir Verlieren Spaß macht. Und ich hasse es zu verlieren. Ja, ich eigentlich auch. Wessen Einheiten sind es, die hier bei mir drüben stehen? Was steht denn da? Drei Hoverpanzerchen. Ich kann es nicht ganz zuordnen. Ist es rot oder ist es rosa? Das sind Kommels. Ah, okay. Glaube ich. Ja, sieht gut aus. So, jetzt haben wir den fliegenden Ficker. Der fliegende Ficker. Ach, bei dem VTOL muss man den auch noch bauen, ne? Ja, du brauchst so eine VTOL-Fabrik und so Landeflächen, und die haben sich, lassen sich ja schon so ein bisschen was kosten. Grundlagenforschung Boah, fieser Hund. Apropos fieser Hund. Ah, Energie minus 200. Ja, langsam mache ich's richtig. Ja. Genau, dann spielst du korrekt. Irgendwie haben wir zwei Forschungseinrichtungen, aber Forschungsmodul. Aber dieses TOL-Dings haben wir noch nicht. Dass wir können die Dinger bauen, aber haben wir die Fabrik noch nicht erforscht? Das die VTOL-Fabrik. Das ist ja peinlich. Ja, das Digi macht das gerade. Sehr gut. Ein fliegender Ficker kann noch nicht. Fliegender Ficker kann noch nicht. Fick nicht mit dem Ficker. Fick nicht mit dem Ficker. Sehr gut. So, und jetzt ist das Ding ab 18. Rums. Was ein Wort doch für einen Unterschied machen kann. Ja, schlimm. Ne, dem weißen rechts unten habt ihr schon ganz gut zugesetzt, ey. Da qualmen die Gebäude. Fein. Aber jetzt kommt da wieder der Fliegt. Oh. Ja, jetzt meine kommt er wieder gefliegt. Aber ich keine Luft. Ich wusste gar nicht, dass die Raketendinger in die Luft schießen können. Das ist ja episch. Die Raketendinger können in die Luft schießen. Genauso wie die MG und die schweren Geschütze. Gefällt mir extrem gut. Oh, mach so. Gewinn. Weil ich schicke da nämlich jetzt einfach mal einen Nachschub hin. Ja. Ein bisschen. Wo steht eigentlich die Gesamtzahl, wie viel man hat so? Ich habe jetzt nur minus 60. Das ist jetzt ja ad hoc so nicht so viel aus. Nur der Saldo.
heißt Structure Under Attack. Ja, oh. Die gehen jetzt auf die Energieressourcen. Wenn die fliegen können, fangen die an, in die Luft zu schießen. Die Energiedinger hoch zu, runterzuholen. Das ist so ein bisschen ätzend auf Dauer. Da müssen wir dagegen arbeiten. Ich denke auch. Bin am Start. Das sehe ich so nicht ein. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Auch nicht möglich, was, Ölquelle brennt. Was macht's? Asphalt holt auch noch eine Minute. Gut, dann müssen wir jetzt mit umgehen können. Eine Minute, ja, gut, eine Minute geht. Ja. Meldrian, brauchst du in der Mitte irgendwie noch Unterstützung so? Du, stell dabei. Ich hab da jetzt so ein paar Hansels, die rotieren da halt von A nach B und zurück. Und halt. Ah ne, weißt du, ich hätte an die Ressourcenpunkte ein paar hingestellt. Ja, bitte. Was machen? Kannst du, da ist auch immer noch ein Ressourcenpunkt frei, den könnt ihr euch nehmen. Ja, dann fahre ich da jetzt hin. Gut, gut. Konstruktion abgeschlossen. Schauen's like a plan. Aber ich habe langsam das Gefühl, mir gehen die Fahrzeuge aus. Ich komme mit Fahrzeugerstellen fast nicht hinterher. What the fuck? Woher kommen diese Einheiten? Was denn? Was ist denn passiert? Ich habe doch bei mir drüben, habe ich den vorher das ganze Dörfchen hier niedergemacht. Das ja. Ist wieder da. Okay. Warum? Interessant. Weiß ich nicht. Magic? Ich fick ihn weg. Weggefickt. Ach, das meinst du? Nee, ja. das ist nicht das Dorf, das ist der Gegner, der sich da jetzt breit gemacht hat, indem man als Ressource frei wurde. Neues Gebäude verfügbar. Eins seiner Kraftwerke, Fabriken ist hinne. Also Google mal, hast du gemacht? Sind das die Fahrtool? Du bist da einfach reinspaziert, oder was? Ja, komm. Geil. Verteidigung ist nur für einen. Schön durchgezogen. Einheit wird angegriffen. So. Mal ein bisschen Frontlinienfußvoll was drin. Energieressource. 4. Einheit wird angegriffen. Also 4. Laserzielgebung. Als drauf. Panzerbrechende Treibspiegelgeschosse. Ja. Klingt alles interessant, Mama. Ja, klingt alles und sehr. Und das tut was? Genau. Es klingt ja, gut. Das klingt super. Mehr muss es das im machen Moment wir auf nicht jeden machen. Fall so. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Turbinengenerator. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Robotergestützte Fertigung klingt auch eher utopisch. Einheit wird angegriffen. Ich wollte gerade sagen, das klingt gut. Nimm das. Oh, da kommt er angeschissen. Jawohl, so. Erfolgreich abgewehrt. Und diese V-Tool-Dinger, die sind halt auch nicht günstig, von daher. V-Tool-Fabrik wird Viertel. Gebaut. Viertel. Was macht ihr denn hier? Oh! Hey, komm. Ja, der Gegner, der Orangene, der hat wieder mal so einen Arsch voll Kleinsteinheiten hier hochgeschickt. Aber natürlich erfolgreich abgewehrt. Ein Flakturm. Anti-Flugficker. Ich zieh das durch. Ja, finde ich gut. Alles drauf. Wir sind hier unter uns, wir müssen nicht auf unsere Aussprache achten. Das ist allerdings korrekt. Ja. So. Was? 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 Oh, Jungs, nicht abhauen, hier bleiben. Nur weil ich sag, fliegende Einheit angreifen, heißt es lang nicht wegrennen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, ich weiß. Gott sei Dank. So. Oh, 6 von 780, das ist nicht viel. 780, was? Ja, Hitpoints hat der die eine. Ah! Die eine, what? Eine, warum lasst ihr den allein? Kommt irgendwas angeflogen zu Desiki, aber es ist gefallen. Wie ein Stein. Ja, ich habe eine recht gute Verteidigung, da mache ich mir keine Sorgen. Das, was hier gerade in deine Richtung fährt, macht mir Sorgen. Das hat so einen riesen Raketenturm obendrauf.
Wo guckst du da? Fährt gerade in Richtung Mitte. Hm. Ja, genau das. Sehr schön. Ah, okay. Alles richtig gemacht. Ich hab irgendwie den Drang, frontal auf den Sack da unten loszugehen, aber... Lass deinen, deine Emotionen nicht dich leiten. Genau. Sei besonnen. Warum hab ich denn Flachs gebaut, die so langsam sind? Oh. Flachs sind nicht nur nicht schnell, sind auch nicht... Oh, nur zwei davon, das reicht. Dann kriegen wir mal so ein paar Viertels. Lass mal mit bei den Viertels machen. Ja, genau das tue ich jetzt auch. So. Produktion abgeschlossen. Was denn? Und wie? Naja, du wie ein normales Fahrzeug auch. Steckst dir das da zusammen? Und... wählst halt als Antrieb, nicht Kette oder Rad oder so, sondern dieses Auto. Ach so, das ist als Antrieb drin. Genau. Mur, geil. Den nennen wir Luftficker. Was ist denn das hier für eine Fäkalsprache? Wo sind wir denn hier angekommen? Hey, wer hat damit angefangen? Hier der Hulasemensch. Boah, wow, jetzt werd ich aus der Luft angegriffen. Aber ich direkt. Hm, deine Basis, oder was? Ja. Hm. Fängt der jetzt an aufzumucken, oder was? Ich weiß nicht. Och nee, Junge. Das läuft mal gar nicht, was du da gerade machst. Läuft. Also bis der mit dem Fahrzeug dieses Flak-Ding unten angekommen ist, habe ich mittlerweile ein Hover-Ding neu zusammengestellt, produzieren lassen und runtergeschickt. Ja, ja. Konstruktion abgeschlossen. Flak die Grandpa Edition, ey. Einheit wird angegriffen. Energieressource. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Wie Einheit wird angegriffen? Wer das denn zu verantworten? Grundlagenforschung abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Da, Produktion abgeschlossen. Ja, wir sind doch hier ganz stabil. Bin begeistert. Konstruktion abgeschlossen. Ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass wir vielleicht so ein Stück weit untergehen gegen drei Computergegner. Konstruktion abgeschlossen. Aber hat überlegt, wenn wir jetzt anfangen zu zocken und sagen dann so, juppdidu, 3 gegen 2, wirkt das auch ein bisschen Produktion peinlich. Abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Von daher alles richtig gemacht. Grundlagenforschung abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Was? Wow. Ist denn jetzt gerade gestorben? Produktion abgeschlossen. Gute Frage, ich weiß nicht. Sehr gut. Produktion abgeschlossen. So. Zugewiesen an Commander. Konstruktion abgeschlossen. Energieressource. Zugewiesen an Commander. Da kommt er wieder angeflogen. Der Schisshase. Produktion abgeschlossen. Mann. Das ist schon echt heftig so. Diese koordinierten Luftschläge sind dann alles andere als lustig.
das bisschen KI am Aufmucken. Produktion abgeschlossen. Sehr gut. Produktion abgeschlossen. Kurz und schmerzhaft. Genau. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Stürmen wir mal ein bisschen. Produktion abgeschlossen. Ich will auch mal nach vorne gehen. Forschung gucken, was der Gegner so macht. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Didn't run! Irgendwo habe ich hier ein paar Flugeinheiten rumgeistern, die die ganze Zeit der Meinung sind, sie beginnen den Angriff. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Aber sie, immerhin sagen sie es mir immer wieder ganz freundlich. Beginne Angriff. Produktion Wieso fliegen eigentlich meine VTOLs immer wieder nach einem kleinsten Angriff zurück zur Basis und bleiben da stehen? Die holen, munitionieren auf. Vermutlich. Ah. Wie gesagt, mit Flugeinheiten haben sie wirklich versucht, so ein bisschen die Fairness walten zu lassen. Die sind schon total cool, aber halt auch extrem oft extrem benachteiligt. So. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ah, ich hab was vergessen. Einheit wird angegriffen. Sehr gut. Konstruktion abgeschlossen. Wird angegriffen. Produktion angegriffen. Was meint der Jungs? Haben wir eine Chance? Durchaus. Zusammen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Oh, apropos zusammen, ich werde gerade von Pink und von Schwarz angegangen. Die fanden das, glaube ich, nicht so lustig, dass ich die gerade angegriffen habe. Voll. Nice. Läuft. Der Artillerie trifft auf mich. Rechts hat wieder irgendwo eine Energieressource gerissen. Ah, vom Sticky, glaube ich. Wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Sticky, ich stell mich mal mit meinem Kommando-Ding vor deine Artillerie. Die steht da nämlich ein bisschen. Die leidet da gerade so ein bisschen. Aber ich bin ja da. Also machst du da gerade schön alles kaputt, das feier ich. Ein Flammenmeer. Ja, das sind die ganzen Cyborgs sind alle Flammenwerfer. Ja. Widerliche Scheißviecher. Ja, ja, die sind ein bisschen sehr arg. Also, abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Ja, aber auch das gewuppt. 1A. Angegriffen.
Einheit wird angegriffen. Schon abgeschlossen. Voll. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Das Schlimme ist ja, ne? Artillerie ist tendenziell gut gegen Cyborgs. Ich will sagen, wenn die dann schon da minutenlang rumstehen, ohne kaputt zu gehen. Dann weißt du auch nicht, was, ne? Steck mal ein bisschen Geld in die Defense. Einheit wird da ist aber jemand frustet. Gib's zu. Du bist frustriert, gib's zu. Ich? Ja. Warum? Gerade ganz schwer ein- und ausgeatmet. Nee, ich bin gerade nur genervt von den Vitals. Du kannst maximal zwei gleichzeitig losschicken. Ah, okay. Achso. Mehr geht gar nicht. Warum? Wieso? Weshalb? Ja, er macht's nicht. Ich hab 9. Bau mal mehr von... Hast du so Pads? Du musst so Landepads mal bauen. Ich vermute mal, die sind alle nicht bewaffnet im Moment. Oh. Ah, sehr schön. Er kommt nicht mehr richtig weit mit seinem... Landepads. Mit seinen Flugzeugen, ne? Ja, die sind unheimlich schnell vom Himmel geholt, die Viecher. Ja, ist auch gut. Ja. So soll es sein. Ich suche gerade. Fetau Landeplätze, 5 Quadrat. Ist die Servicestation. Heißt die Servicestation? Ja. Dann wahrscheinlich das. Und da brauche ich pro VTOL eine, oder? Tendenziell brauchst du ja immer nur dann eine, wenn sie aufgetankt werden müssen. Also optimalerweise ja, aber die können auch alle nacheinander auftanken, so ist es nicht. Ja, dann stelle ich mal 4 Stück hin. Einheit wird angegriffen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Okay. Schön, schön, schön. Der Tag hat Struktur. Konstruktion abgeschlossen. Haben wir eigentlich irgendwelche coolen neuen Techniken? Weiß nicht. Der coole Shit. Mittleres Geschütz, leichtes Geschütz. Oh, Cyborg-Transporter. Klingt auf jeden Fall giftig. Phosphorbombenabwurfschacht. Das ist ein typisches deutsches Wort. Auf jeden Fall. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmützenanstecker. Oder wie auch immer. Hast du jetzt. Ach, du hast jetzt auch Fautels. Sieht gut aus. Ich mag deinen Angriff. Tschim, 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 tschim. Konstruktion abgeschlossen. Die kamen jetzt ernsthaft alle gleichzeitig? Nice. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Forschung abgeschlossen. The fuck, Einheiten. Was tut ihr? Produktion abgeschlossen. Wieso, was machen sie denn? Was ist denn Phase? Ja. Verstehe. Du verstehst mein Problem? Sie stehen da so. Und schießen. Mini-Raketen hätte ich gerne. Und nochmal ein paar Mörser, weil die sind geil. Genauso. Produktion muss viel Blödsinn mitmachen. Konstruktion abgeschlossen. Zwillingsmaschinengewehr.
Produktion abgeschlossen. Und ganz viele Mini-Raketen. Ja, ja. So. Vitol-Staffel. Das ist halt schon geil, wenn du da so eine ganze Staffel rumstehen hast. Du kannst da auch wirklich einfach mal pauschal, ja, irgendein Gebäude zerkloppen innerhalb von Sekunden. Dann fliegst du wieder weg und als wäre nie was gewesen. Verlierst du vielleicht ein, zwei Flieger. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Ja, so langsam aber sicher halten die dann doch ein bisschen mehr aus. Produktion abgeschlossen. Da gehe ich noch. Einheit wird angegriffen. Ja. Wenn er denn mal vor einem steht. Aber dafür sind wir landflächentechnisch eigentlich relativ weit vorne. Also da macht er uns nichts vor. Nee. Ein Großteil der Karte gehört uns, würde ich jetzt mal behaupten. Einheit wird angegriffen. So, ich versuche die mal zu konkern hier vorne rechts, die Ölquelle, und am besten auch zu halten, aber versprechen kann ich nichts. Scheint mir da vorne nämlich nicht so ohne zu sein. Welche meinst du jetzt? Die rechts, also in der Karte rechts mittig blinkt, die quasi gerade befreit wurde. Die gerade befreit wird? Genau. Ja, wo meine Vitols regelmäßig drüber fliegen. Möchtest du sie haben? War das ein Anspruch? Wenn ich darf. Natürlich. Was für eine Frage. Mir geht die Energie langsam aus. Was für eine Frage. Selbstverständlich. Ach so. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Boah, mir geht halt echt Energie aus. Ist ja nicht mehr feierlich. Also aus wie da, vom Kommel stehen da so drei Lanza oder wie auch immer, oder Lancier oder wie immer die heißen, mit Hoverantrieb. Die ballern mal alles, was vorbeikommt, kaputt. Finde ich respektabel. Kann man machen. Ja, was sollen sie tun? Ja, haben wir sonst nichts zu tun. Dein Job. Dann Verteidigung. Das nimmt Form an, würde ich sagen. Ich stelle da aber glaube auch mal ein bisschen Verteidigung hin. Bitte! Haben wir. Richtig. Da hat der böse Gegner schon wieder eine Dienst gebaut. Eine
In der Mitte, gell? Jo. Ah, du bist schon da. Okay, es regnet. Okay, es regnet. So, ich baue jetzt mal, das günstigste Flugzeug der Welt. Das günstigste? Ja, ich bin mal gespannt, was am wenigsten Energie kostet. Nee, ich versuche eigentlich nur auf Macht. V-Tol-Maschinengewehr Bug V, das kostet 72. Ich glaube, davon spamme ich jetzt einfach mal 1 Milliarde raus. Und gucke... Einfach because Spam. Nee, nur die Zwillingsmaschinengewehr. Oh, jetzt hat er doch noch, der hat noch ein zweites. Ach, verfickte Kacke. Wie bitte? Alles, was ich zerstört habe, hat er gerade wieder aufgebaut. Dieser Lump. So. Ja, da ist er gut drin. Jetzt schicke ich meine neue Truppe in die Mitte, um da mal die Ressourcen. Wir müssen die Ressourcenpunkte besser beschützen. Ja, es ist kitzlig. Produktion abgeschlossen. Okay, wow. Mein erstes VTOL-Monster ist fertig. Abgeschlossen. Du baust noch 8. Einheit verloren? Wo? Was ist denn hier los? Frech! Was für Viecher baut ihr eigentlich? Weil irgendwie scheint man nicht so ganz effektiv zu sein. Also wie gesagt, du stehst da unten, hast du irgendwie so 3 Panzerchen stehen gehabt, die haben alles, was vorbeikam, immer wieder innerhalb kürzester Zeit niedergemäht. Also schlecht waren die sicher nicht. Jo. Ansonsten, was habe ich denn? Ich habe halt diese Schwebeviecher mit diesen Panzerabwehrraketen, diesen Lanzers oder wie die heißen. Ich fühle mich immer noch sehr, sehr merkwürdig dabei, Lanzer zu sagen. Ja. Ich glaube, das ist einfach Pflanzen. Ja. So, ich ziehe jetzt mal hier runter. Braucht man einen ordentlichen LKW. Ja, also Dick Leo Ork sagt, das ist ein Lancier. Lancier, okay. Der Lanzenreiter. Also eine Speerspitze oder sowas. Picker mit der Lanze, so. Gut, hätten wir das auch geklärt. Einheit wird angegriffen. Dich kann ich doch eigentlich mal außer Dienst stellen. Einheit wird angegriffen. Aha. Einheit wird angegriffen. Geschützgeschütz. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Irgendwas ganz Kleines bauen. Irgendwas Süßes. Einheit wird mit Halbketten. Aber was? Einheit wird angegriffen. Das da. Einheit wird angegriffen. Das ist nett. So, ich habe meine 2 großen Flak, die platziere ich mal in der Mitte als Luftabwehr. Ich bitte darum. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Beethold-Staffel zum Angriff. Einheit wird angegriffen. Scheiße, ich glaube, den Angriff soll ich abladen. Scheibenkleister. Konstruktion abgeschlossen. Vor allem Flugabwehr ohne Ende. Boah, fieser Hund. Kommt noch ein Luftangriff? Ja, der hat mächtig Flugabwehr. Mhm. Leck mich am Arsch. Nicht schön. Einheit wird angegriffen. Einheit
Oh, Kollege. Danke, Pommes. Sigi, deine Leute, die da jetzt so rumstehen, die Panzer und die Raketen, hättest du irgendwie Bock, mit denen mal loszustürmen? Du meinst die in der Mitte? Ja. An wohin? Den Hang. Nach Süden, weil ich glaube, so langsam was der Weiße, wo da aufmuckt. Ja, genau. Dann stürmen wir da doch mal hin. Wäre jetzt so mein Vorschlag. Beethoven-Staffel. Helf mal. Mach mal was. Vitol Bomber. Mach mal. Okay, nein, von meiner Vitol Staffel ist nach einem Angriff nicht mehr viel übrig. Ja. Scheiße, die haben irgendeine super geile Mega Luftpanzerung. Die geht, weiß ich nicht wie weit. Jetzt pass mal auf. Forschung, was geht denn da noch? Gebäude wird angegriffen. Stromgeschütz. Einheit wird angegriffen. Produktion ab. Was denn? Er wollte noch fliehen, aber das hat nicht geklappt. Ja, wollen wir da einfach mal einreiten oder was? Ich hol nochmal einen Becher dazu. Ja, mach das. Wird angegriffen. Sehr weise. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Angegriffen. Energie. Einheit wird angegriffen. Energieressource. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Ah, Einheit wird angegriffen. Da. Oh, ich habe mein Einheitenlimit erreicht. Commander braucht höhere Stufe, um mehr Einheiten befehligen zu können. Mhm. Genau. Aber die leveln eigentlich relativ fix. Also relativ. Zwar nicht ganz so schnell, aber relativ. So. Wollen wir dann einfach mal nach Süden zuppeln? Moment, ich schick noch einen ganzen Batzen Einheiten dazu. Batzen. Ah, der hat so viele eklige Cyborgs. Ich sag mal, wenn wir alle gleichzeitig kommen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Leroy! Junkins? Wir müssen seine Abwehr irgendwie schwächen. Na gut, dann. Feuer. Dann los. Ich renne da jetzt einfach durch. Ja, das dachte ich irgendwie auch gerade. Boah, ist einfach nur am Knallen. Einheit wird angegriffen. Es wird alles geknallt. So. Vitol Bomber. Siege die Artillerie schön auf die Verteidigungstürme, ne? Aber ich glaube, machst du eh. Ich richte gerade alles auf die Verteidigungstürme. Sehr gut. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Also die Abwehr können wir schon mal so ein bisschen beerdigen, aber da kommt auch schon der Drecksack von Verbündeten und hilft ihm. Ja, ich versuche, wie viele das sind. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Jawohl, die Kommandozentrale von ihm haben wir schon mal erledigt.
Sehr gut. Ich denke mal, selbst wenn wir jetzt hier ewig leiden, aber den Clown haben wir, glaube ich, ziemlich beerdigt. Ich sehe gerade noch zu, dass der keine Energie mehr kriegt von den Kraftwerken und dann... Dann läuft das. Schön, schön, Menes. Komm schon. Zone abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Ich hätte gerne nochmal so einen coolen V-Tool gebaut. Irgendwas richtig cooles. Streubombenabwurfschaft. Ich glaube, das gebe ich mir jetzt einfach mal. Produktion abgeschlossen. Bin mal gespannt, was der kann. Einheit wird angegriffen. Abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Ah, der ist doch Gulasch. Was will er denn jetzt noch machen? Frag ich. Da könnt ihr mal schön mit einem Baufahrzeug oder so angeschissen kommen. Ihr könnt direkt die Ölquellen abziehen. Läuft. Nicht, dass da jetzt hier der lustige Glückshaas von Gegner angetänzelt kommt und meint, er müsste sich jetzt groß tun. Unterwegs. Sehr gut. Ich auch, wenn ich denn mein Baufahrzeug wieder finde. There you go. Aufpassen, dass die Türen mit Rolle weg sind, ne? Ich würde mal sagen, da hinten hat's noch was. Und der kommt von unten links immer noch. Das ist der Hammer, ey. Diese V-Tools sind irgendwann so robust. Hier, der Kommel, der hat hier gerade eine Fabrik in deiner Basis zerlegt mit zwei V-Tool-Raketendingern. Und hat einen verloren jetzt auf dem Rückflug. Nice. Richtig ärgerlich. Krummel. Meine Herren, das war sehr schön. Ja, kann ich so... Ein sehr gut koordinierter... Angriff. Freudebringender Angriff, genau. Das kann ich genau so unterschreiben. Was macht ihr denn hier Lustiges? Seid ihr doof? So, das Sackgesicht da unten... Nein, das Sackgesicht da unten greife ich nicht an. Weil, because, da hängt noch irgendwo Luftabwehr von dem Grauen. Mhm. Der hat nämlich ja in der Mitte immer noch was. Ah, the road is a comrade. Na gut, das Baufahrzeug lasse ich durch. Danke. Sonst hätte ich da jetzt revoltiert. Ja, Meldrian, wie sieht's bei dir aus mit Energie? 40.
Also, oh. wie die Zahl, 40. Ne bin ich mit meinen minus 800 dann doch gar nicht so gut dran. Hm. Ich war so frei, mal ein paar Medics zu holen, also ein paar Mechaniker, die jetzt so nach und nach, wie ihr das vielleicht seht, alles mal reparieren. Das sind die, die blau leuchten. Das ist eigentlich faszinierend, dass wir uns damit so lange Zeit gelassen haben, weil das eigentlich eine der geilsten Technologien ist. Aber gut. Ja, ich würde mal sagen, weil wir es können. Ja. Also dafür, dass wir, ohne alles, ohne jeden Reparator, Respekt. Einheit wird angegriffen. So, was wir jetzt machen, wir machen Turm mit Mini-Raketen. Sehr erwachsen. Ja komm ey, dann fliege ich jetzt hier hoch, mach das kaputt. Da oben ist eh nur noch ein MG, der Rest ist Luftabwehr. Dann hole ich den kleinen Tower da auch mal weg. Okay, dann lasse ich meinen Luftangriff mal noch auf der Seite. Ja, solange das noch da steht, wäre das vorteilhaft. Ach, der sitzt hier unten. Ah, okay, alles klar. Wo sitzt der? Im Süden, oder wie? Gegenüberliegend von Comrade, quasi. Ah, okay. Also da, wo wir noch nicht waren. Genau. Korrekt. Stimmt, das ist komplett dunkel. Energieressourcen, haben sie es echt geschafft, mir meine Dings unterm Arsch wegzuschießen? Könnt ihr die Reparaturtürme auch benutzen, die ich da baue? Bislang nicht getestet. Wo brauchst du denn einen? Ja, in der neuen Basis da, die wir vom Bison geklaut haben. Ah, das war, was du gerade in Nunte baust? Ja. Das lässt sich ausprobieren. Jo, müssen wir dann testen. Ja. Der Schwatte. Der hat gerade richtig schlechte Laune. What? Wo kommt denn der jetzt her? Der Sack. Der Sack. Der steht da und tänzelt mit seinen 3 Millionen Cyborgs einfach mal so rund vorbei. Gefährlich. Tja, dann muss man aufräumen. Ich schmeiß mal ein bisschen Phosphor. Ich guck mal, was passiert, wenn die... Vielleicht gefällt es denen ja gar nicht so sehr. Möglich. Ach, das sind die... Ja, das war's sind deine Phosphorbomber. Ja, die waren jetzt nicht so... Nee, wollte ich gerade sagen. Also, ich hab mehr erwartet. Ich auch. Atompilze. Nein, es ist Phosphor. Also, es ist immer noch nicht... Irgendwas Übermächtiges. Alter, der fliegt in meiner... Ich hab eine feindliche Einheit in meiner Basis. Wie lange wüteten die schon da rum? Oh, leck mich am Arsch. Wenn man sich seiner Sache zu sicher ist, ne? Kacke. Ja, das ist irgendwie... alles bekannt. Baut ihr eigentlich noch? Ja, ihr baut noch. Ja, wenigstens das. Ich brauche dringendst LKWs. Mach mal 4 Stück oder so, oder 5. So. Fettig. Arschkrampe. So, ein Arsch voll VTOL-Bomber habe ich. Nein. Cyborg-Fabrik. Hast du noch nicht? Doch, habe ich, aber ich sollte mal wieder welche bauen. Ja. Lancer-Cyborg. Ja. Das klingt so. Ja, machen wir mal. Why not? Ja. Der kann bestimmt was. Wenn die Lancer VTOLs schon. Ja. Mit Hass.
Was mir gerade kommt, wir haben jetzt unten rechts, wir haben den Grauen eingenommen. Mhm. Wir produzieren bei uns zu Hause Einheiten. Ja. Und die fahren dann erstmal eine Dreiviertelstunde quer über die Karte. Warum nicht da einfach eine Fabrik hinstellen? Aus Gründen der... Ja, du hast recht. Der ist viel zu einfach. Ich stell gerade eine hin. Das, ich denk doch gerade, sag mal, wieso sind wir so doof? Ja, weil wir einfach viel zu angriffsfixiert sind im Moment. Ja, ich glaube, wir sind... Monster. Ja. Technikmonster. Ja, das auch. Hey du, komm. Move your ass. Alter, der steht einfach da und lässt sich beschießen, minutenlang. Das ist überhaupt wahr. Du meinst den Panzer da? Ja. Was liegt da, das Fass? Das ist Energie. Das ist Energie? Ja. Beamor nice. Betrat den Channel. Jo, ich musste mal gucken, was hier streamt. Hallo. What zum Höllenteufel steht südlich? Wo? Meldrian? Dieses riesige Geschoss. Alter. Oh shit. Das ist, Badass Motherfucker. Quasi. Ja, ich dachte auch gerade. Der macht so mit allem One-Hit. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Einheiten. Ja. Wir ballern da auch drauf und das. Ach doch, ist ein bisschen was passiert. Wir brauchen eine Vitol-Staffel. Es kann der Luft? Nee, der kann wohl nicht Luft, ne? Ich denke nicht. Also, dann greifen wir doch mal an. Gut, ich komme. Ey, das hier steht bei. Nur Verteidigung. Da baut er diese Knüppeltouren, ey. Was ist denn das? Das ist sind die mehr oder minder die höchste Verteidigungsstufe, die es gibt. Ah, okay. Ja, Hälfte haben wir. Boah, siehst du die Energie von dem? Mit Rechtsklick draufhalten, dann siehst du's. Oh, wie fies. Wer bringt ihr mir noch was bei? Nice, hä? Ja, absolut. Boah. Ja, den haben wir gleich. Und von links müssen wir aufpassen, da kommt noch jemand bei, ne? Der lustige Lieder, ne? Wow! Okay. Hat sich gedacht, so, was ihr könnt, kann ich auch. We got a fabric hier unten. Mit der Fabrik kann ich nur LKWs bauen? Warum? Du musst sie aufwerten. Auf Level 2 und 3. Dann geht da ein bisschen mehr. Und wie, how to? Ach so. Einfach eine Baueinheit nehmen und die quasi drauf ansetzen. Das war das mit dem Fabrikmodul. Ja, genau. Okay, hab's kapiert. Jetzt habe ich das auch kapiert. Der baut das Ding wieder nach. Nee, oder? Nix gibt's. Auch wenn hier unten alles auseinanderfliegt, du baust das Ding nicht wieder nach. Das gibt's nicht. Wo, ich komm. Nee, ist schon wieder weg. Ich hab den Entwurf direkt gecancelt quasi. Mann, der soll ja nicht auf dumme Gedanken kommen da unten. Was spielt ihr denn jetzt Schönes? Warzone 2100. Ist ja nicht mehr so lang hin. Ist ja nicht mehr so lang hin. Jojo. Quasi direkt ums Eck. Forschung abgeschlossen. Passt. Einheit angegriffen. Forschung abgeschlossen. Ja. Der Ruder ist aber direkt mal in meine Basis gerannt. Was? Ja. Oh, hör auf. Ja, das hat er bei mir eben auch geschafft. Why he does Alter. Something? Ja, Moment. Ich hab da nicht so ganz mit gerechnet. Moment, Kommel, ich schick dir Hilfe. Was da geht? Vitol-Staffel! Ich lieb die Dinger. Das ist episch. So. Genatzt. Ernsthaft, meine fliegen her, um dann umzudrehen, weil du schneller da warst. Entschuldige bitte. Ja, merci, ne? Kein Ding. Das machen wir doch jederzeit. Er baut ihn schon wieder. Ich hasse ihn. Nein. Dieses verdammte Schwein. Ah, und jetzt werde ich mit Vitols angegriffen. Ist es so? Ja, ich habe Luftabwehr. Ich würde sagen, wir müssen den jetzt einfach mal fertig machen, hier den Spacko.
Der Pinke greift mich an. Ja, Strack dafür. Aber auch erstmal hinkriegen. Einheit wird angegriffen. Grundlagen. Oh, der Beamer ist gegangen. Die war mir zu langweilig. Ich glaube auch. Aber das ist okay. Für den Moment. Für den Moment. Gebäude wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen, Gebäude wird angegriffen, Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Kommt da echt mal so eine Einheit mal angeschissen, tänzelt eine halbe Stunde um einen rum und verzieht sich wieder. Sehr antikonsequentes Verhalten. Einheit wird angegriffen. Quasi. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Energieressource. Forschung abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Produktion ab. Produktion. Ah, okay. Da wir verbündet sind, arbeiten unsere Fahrzeuge immer zusammen. Ja, ist doch geil. Sehe ich gerade. So muss das. Das ist geil. Das ist richtig. Das ist richtig so halb episch. Halb? Bitte dich. Halb. Vollwertig episch. Ja, okay. Ich werde jetzt etwas tun, was uns den Sieg bringen wird. Warte, ich habe noch Einheiten, viele. Was hat das damit zu tun? Weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, was du vorhast. Ich baue jetzt Mörser. Mörser Halbkettenpanzer. Habe ich schon lang. Ja, ja, aber jetzt baue ich welche. Oh, shit. Ich verstehe nicht den Unterschied. Verdammt. Boah, der Angriff da unten ist mein Kommando. Zum Teufel? Das? Ja, ist ziemlich gehimmelt. Zum Teufel? Gehimmelt. Nein! Ich hab doch unten in der neuen Base die Fabrik gebaut. Angegriffen. Die haben die einfach mit Vitols niedergemacht. Ja, ja, du bist angegriffen gerade, so ein bisschen. Ein bisschen. Ach, nur ein klein wenig, du! Du, ein Stückchen! Ich komm mal dabei, geschissen. Ich schick mal Einheiten dahin, so. Mach das mal. Kleine Flak hier hinbauen, ne? So ein kleines. Ein Fleckchen. Ja, nur so für. Ein Fleckchen? Für den Geschmack. Ein Fleckchen. Den Geschmack. Angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. So. Einheit wird angegriffen. Energieressource. Energieressource? Wo das denn? Einheit wird angegriffen. Unten im Süden, die ist gerade abgerissen worden. Okay. Die bauen wir gleich nochmal neu. Produktion abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Oh, ihr dämlichen Fautholz, ihr sollt da runterkommen. Nicht irgendwelche Türme angreifen auf dem Weg dahin. Naja. Nein, hier bleiben. Stopp. Macht Sitz. Der Pinke baut da schon wieder. Oh, da hinten hat's ja auch noch ein Ressourcending. Hier. Comrade, zwischen dir und mir ist in der Schlucht ein pinker Gegner und hat da so eine Ölfabrik.
Die Rodde. Gibt's ja nicht. Meint ihr doch nicht ernst? Ja, das ist kein Scheiß. Ich hab das gerade erst gesehen, so. Werde ich aber direkt mal eskalieren hier. Direkt mal eskalieren hier. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Wie sie gleich wieder versuchen, die Fabrik niederzureißen. Ja. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. So, hab ich irgendwo nochmal so einen Baufuzzi? Einheit wird angegriffen. Wieso greift ihr den nicht an? Alle auf ihn! Ihr steht da rum und guckt dem zu, wie er euch beschießt, verdammt nochmal. Ja, wie das sein muss. Das sind halt praktizierende Pazifisten. Ich hab nicht umsonst schwer bewaffnete Cyborgs. Das ist ein Kack von Holz, Alter. Mhm. Ich glaube, wir müssen bei denen da unten mal ein bisschen aufräumen. Ja gut, im Moment ist das aber echt so eine Können-vor-Lachen-Geschichte. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Das glückt nicht so. Ich glaube, wir sind mit der Forschung ein bisschen ins Hintertreffen geraten und dadurch hat er weil wir uns aufs Angreifen konzentriert haben. Er hat jetzt einen taktischen Vorteil uns gegenüber, so ein Stück weit. Lösen wir einfach mit Feuer. Ich bin auch dafür. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Bleibt er denn? Angegriffen. Okay, das war doch alles, was ich wissen wollte. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Puh. Ah, in der Mitte hat es mir wieder was von mir gerissen. Fein. Einheit wird angegriffen. Ja, stell dir vor, wir hätten jetzt auf schwer gespielt, ne? Na gut, dann wäre halt auch schon durch. da wär recht schnell Schluss gewesen. Ich glaub auch. So, der Siki braucht nochmal ein Kraftwerk. Seine Pumpen pumpen nicht. Meine Pumpen pumpen? Nee, ganz ohne die neu gebaut, das pumpt nicht. Oh ja, ich seh's grad. Dann bauen wir halt nochmal ein Kraftwerk. Bitte. Forschung abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Borg. Produktion abgeschlossen. Das Siki. Konstruktion abgeschlossen. Da die hier im Süden die ganze Zeit angreifen, habe ich jetzt die Schnauze gestrichen voll. Gefällt. So, ich stimme mal wieder auf den Hügel da oben und den werden wir gleich auch noch mit irgendwas bebauen müssen, weil so geht das nicht weiter. Der kann da nicht alles wieder hinfixen. Das nervt. Dauer. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen.
Produktion abgeschlossen. So. Grundlagenforschung abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Energieressource. Einheit wird angegriffen. Huch, wann hat er mir denn das hier weggeschossen, die Sau? Einheit wird angegriffen. Schon wieder da gebaut. Ja, klar. Einheit wird. Energieressource. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Energieressource. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Fucking Cyborgs. Mhm. Du sagst es. Ich komme mit ein bisschen Flammen an. Bitte. Einheit wird angegriffen. Sollte ein wenig dagegen helfen. Einheit wird angegriffen. Danke, Siki. Wofür? Dass du da mit deinen Lanzern, mit den Fluchviechern angeschissen kommst. Ja, kein Ding, du. Oh, du hast ein paar Baufahrzeuge, hab ich gesehen. Nee, Quatsch. Nur ein paar, also unwesentlich. Einige wenige. Ja, ich versuche hier was Ordentliches aufzubauen, um Einheitennachschub zu gewährleisten können. Weil mittlerweile ist ja fast mehr Masse als Klasse. Und mit einigen Baufahrzeugen geht das auch echt zügig. Also, so ganze Fabriken kurz anbauen. Alter. So dachte ich auch. Also man merkt schon, was mir gefällt, echt die KI wird im Spielverlauf stärker. Ja, manchmal kriegen die das irgendwie hin, ne? Kennt ihr das Spiel Z? Ja, na klar. Die KI war damals
Dagmar, der hat wirklich analysiert, was du machst. Also wenn du dann versuchst hast, den links abzu, so ein bisschen zu beschäftigen und dann rechts halt mit ein paar Spezialeinheiten durchzubrechen, na, so einfach nicht. Nee, das war also Z gefeiert ohne Ende. Gelitten, das habe ich unter der Playstation, also mit der Playstation gespielt, ein Gamepad-Controller. Okay, das gab's dafür? Ja, klar. Das war schon sehr grenzwertig, aber durchaus amüsant, letztlich. Grundlagenforschung abgeschlossen. Forschung. Oh, hartes Stück Scheiße. Ich glaube, ich nehme gerade ein paar seiner Flugabwehrbatterien auseinander hier. Bitte. Mitte links, leicht. Er greift im Süden an, der Pinke, schon wieder. Mhm. Aber noch komme ich klar. Okay. Mal gucken, wie lange noch. Ich muss halt auch echt dabei sagen, dass mir langsam aber sicher die Einheiten auch ausgehen, ne? Ja, ich produziere schon nach wie so ein Verrückter, aber. Produktion abgeschlossen. Ihr produziert nach. Ich produziere die ganze Zeit. Steht lange nichts mehr. Produktion abgeschlossen. So, freie Fahrt für freie Bomber. Produktion abgeschlossen. Okay. Ich brauche euch. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Boah, was sind das für Monster-Cyborgs? Im Süden. Ich werd grad kurzerhand einfach überrannt. Von 2, 4, 6, 7 Cyborgs. 7. Keine Ahnung, du. Ich guck mir das auch gerade eher buff an. Ja, das ist halt irgendwie schon so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, dass diese Cyborgs so unendlich stark sind. Im Vergleich zu Panzer. Ich meine, die Cyborgs stehen da ewig und die Panzer sind halt auch mal eben wieder tot. So. Da kann man quasi mit arbeiten. Ja, genau. Die Viecher. Boah. Einheit wird angegriffen. Energieressource. Oh, Alter. Jetzt nimmt ihr die Basis da unten wieder auseinander. Mhm. Ja, und das mit ein paar Cyborgs. Das ist nicht mal irgendwie viel, das ist einfach nur. Und vor allem, guck mal, der braucht 2 Sekunden für ein Gebäude. Hat er das komplett zerlegt? Shit. Welche Schwierigkeitsstufe war das? Leicht. Du, das war mit Sicherheit, der verarscht uns nur. Das war nicht leicht, das war leicht übertrieben. Nein, das war leicht. Ich hab leicht eingestellt. Alter Schwede. Ja. Versuch dir mal was entgegenzustellen hier. Nicht, dass er jetzt hier überall durchrennt. Der hat die ganze Arbeit von 2 Stunden kaputt gemacht. Halt echt.
abgeschlossen. Also ich habe die mit den meisten Punkten, die Chassis, ne? Und der schießt zweimal. Mhm. Übel. Das ist einfach nur krank. Also die Chassis, das sind die Hunter. Die mit den 500 Lebenspunkten da. Es kann halt echt nicht wahr sein, wie schnell der ist. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir jetzt so langsam auf den finalen Schlag losgehen. Ja, ich auch. Nachdem, vor allem, weil wir den einen ja noch so super überrennen konnten. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, also eine halbe Stunde noch und dann ziehe ich hier die Reißleine. Ich muss um 5:30 aus dem Bett. Ja, ich auch. Naja, mein... Produktion abgeschlossen. Energieressource. Ja, arbeitet im Sensormodus. Ah, ein bisschen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld in die Forschung stecken, ne? Warte mal, Geld in die Bildung. Das. Ja, ich glaube, das war das, was uns ein bisschen, ja, das Genick gebrochen hat, möchte ich mal sagen. Also, wie gesagt, der ist halt echt. Du hast ja den Angriff eben gesehen. Der steht da mit 7 Einheiten und zerlegt unsere komplette Armee. So, ja. Fuck. Ich treff den Cyborg mit voller Breitseite und es passt nichts. Also. Der baut da unten gerade wieder auf. Er hat's mit 3 Cyborgs gesichert, das ist uneinnehmbar. Jeden. Abgeschlossen.
abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Abgeschlossen. Energieressource. Produktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Energieressource. Gebäude wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Energieressource. Das hast du so gedacht, ne? Mhm. Dass du jetzt mit deinen ganzen Baufahrzeugen hin kannst, alles sicher und so, ja, nix da. Nix. Neuner Zeitbox. Es ist schon ein ziemlich geiles Spiel, muss man sagen. Also wenn man bedenkt, dass es aus von wann das stammt, so, ne? Das berücksichtigt die Höhen, Höheneinstellungen, von wo man schießt, mit was man schießt, halt, ob das so ein Panzer ist, der gerade schießt, oder eine Haubitze, die nach oben schießt. Ja. Set. Höchste, wir werden uns so langsam geschlagen geben müssen. Ist das so? Also ich gehe gerade nochmal ohne links so richtig fies kitzeln, weil der mich echt nervt. Und der kriegt vom Schwarzen Unterstützung. Das regt mich auf bis zum geht nicht mehr. Weil ich hab den Lilan so richtig schön am Sack mit der Artillerie eben gerade. Und jetzt kommt der Schwarze angeschissen und geht mir auf den Keks. Meldrin, du kannst mir doch bestimmt sagen, wie viel Luftabwehr der da unten hat. Ich sehe keine, aber das heißt lange nichts. Ja, weil ich habe hier jetzt eine ganze Staffel aus 30 VTOLs mit Raketen ausgestattet. Okay, ja dann auf. Tendenz steigend. Und wie gesagt, wie Kommel schon sagt, wir machen eh gleich dicht hier. Und Hochgeschwindigkeitsgeschütz, Super Cyborg, Heavy, was weiß ich alles. Also immer fährst du drauf, auf jeden Fall. So, von wo aus greifst du an? Sammle ich mich mal in deiner Nähe. Zumindest die Cyborgs. Hier. Oh. Wahnsinn.
Luftabwehr hat er eigentlich fast egal. Also gut, er hat halt diese Türme, die auch in die Luft schießen können, aber explizite Luftabwehr hat er eigentlich so wirklich gar nicht. Nee. Und das ist gerade das, was mir gerade so ein bisschen gefällt. Ich schick dir mal ein paar Cyborgs zur Unterstützung. Bitte. Einheit wird angegriffen. Produktion. Der Pinke hat auch so ein riesiges Monstergeschütz. Echt? Ja. Wo denn? Unter der Einfabrik da. Dieser Fahrzeugfabrik. Alter, jetzt sind die rechts oben hier an der Basis wieder am Äumeln. Wo? Dicker, rechts von meiner Basis. Das bin ich. Ah, das bist du. Ja, der eine sieht auch so aus. Sieht aus wie der Gegner. Ja, ich hab die gleichen Cyborgs mittlerweile gebaut. Ja, ist klar. Und die sind gar nicht so kacke. So. Ich schicke mittlerweile auch alle Einheiten, die ich habe, einfach nur nach unten. Recht so. Everything I has. Everything I do it for you. Sehr gut. Voll geil. I like. So, das wäre die nächste Cyborg-Fabrik. Und die hat ihren man kann ja die Auslieferungspunkte versetzen. Die setze ich jetzt direkt vor die Basis vom Pinken. Ah, oh, damit kommt das dann schon einem einem Supreme Commander ein bisschen nah, ne?
Greifen wir jetzt das große Dicke an? Ich mit der Artillerie schon die ganze Zeit. Okay, dann wird's jetzt Zeit. Sind mittlerweile, na, wie viel Vitals kriegen wir zusammen? 33. Nice. Will ich mal sehen, wie das aussieht, wenn die Jungs alle gleichzeitig angreifen. Schützenfest und so. Da kommt das orangene Geschwader quer über die Karte. Ist immer wieder schön, wenn man das so sieht. Geil. Alter Falter. Geht gut. Läuft. Endlich. Hell about time. Le Turm de Fett ist tot. Geiler Scheiß. Ja. Kommandozentrale angreifen. Und den Rest. Ich mach seinen Sturm alle. Sehr gut. Kommt einer noch. Normalerweise Kommandozentrale müsste fast ein Angriff reichen. Ah ne, langt nicht ganz. Verdammt. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Ich hab die Mitte ja verloren. Du hast die Mitte verloren? Ja, schon lange. Scheinbar. Da stehen schon pinke Türmchen, du fährst gerade durch, sonst hätte ich gar nicht mitbekommen. Oh! Den haben wir doch am Sack. Kannst du mir erzählen, was du willst? Den haben wir. Also wenn nicht, dann machen wir was falsch.
Oh, Melderin, du wirst da in der Mitte gerade auseinandergenommen. Meine Beatles! Biatch! Ist wohl wahr. Aber das macht er nur aus Furcht. Ja. So, Lila ist down. Der hat zwar noch 2-3 Ölfarmen oder so ein Quatsch, aber da kommt nichts mehr. Jetzt gucken. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Energie. Ich werde auch so ein bisschen auseinandergenommen. I like that. So, habt ihr noch irgendwas am Stissel? Was meinst du? So angriffstechnisch? Ja. Sehr so, gut. In der Mitte, da hat's noch einen Grauen. Der wird gerade von mir weggebombt, so gut wie möglich. Plus der repariert noch fleißig. I like that. Und der holt hin ein Flugzeug nach dem anderen, holt er runter. Also von meinen ursprünglich 32 sind... noch was? Von meinen 32 sind noch 35 übrig. Fällt mir gerade so auf, ja, weil ich nebenher ja immer noch nachproduziere. Oh, ich habe mein Einheitenlimit erreicht. Wie kann das denn sein? Ach, wegen den ganzen Cyborgs. Was? Du hast viele Cyborgs? Ja. Ich gehe nämlich jetzt bei den Schwatten klopfen, das reicht. It's enough. Gebäude wird angegriffen. Gebäude wird angegriffen. Ah, diese Ratte. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Er dürfte kein Kraftwerk mehr haben. Wer? Der Schwatte. Der Schwatte. Der Mietbomben sind dann auch tatsächlich sehr erfolgreich dagegen. Ach, du bist gerade am Bombardieren vom Schwarzen? Ja. Dacht doch gerade, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Zwei Kraftwerke gerade noch. Alle. Auf der rechten Seite zu verorten. Einheit wird angegriffen.
Einheit wird angegriffen. Energieressource. Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Energieressource. Energieressource. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ach, Sektor, du hast da gerade die, die Luftabwehr weg. Sehr schön. Ja, sehr ich versuch's gerade. Können ihr mir mit dem dicken Geschütz helfen, mit irgendwas? Bin gerade dabei. Super. Hilft das eigentlich, wenn man den Strom ausschaltet? Ich glaube nicht. Ich glaube, Strom ist irrelevant in dem Kontext. Oh, Hälfte ist. Ja, den kriegen wir heute noch nackt. Als ob nicht. Ja, zwischendurch habe ich gezweifelt. Scheiße, warum? Auf die 12-Uhr-Sperre. Das muss jetzt fertig gemacht werden hier. Eben. Kann das blöde Geschütz eigentlich nochmal verrecken? Das ist echt Mörder. Ah, es ist halt Gott sei Dank wirklich nur gegen eine Gegnertypart. Echt? Na ja, gut, das kannst du nur Bodeneinheiten angreifen, wenn der ja, angenommen 50. Genau, da schießt halt mal gepflegt daneben. So, und jetzt greif mal alles andere an, was da unten noch rumrennt. Das ist der letzte, oder? Da unten. Wie ja, kann ich jemand die Flugeinheiten eigentlich zur Basisstation zurückschicken zum Reparieren und so? R, Kurztaste R. Wenn du so markiert hast, also. Ah, Scheiße, meine Artillerie. Wo kommt denn der jetzt daher? Okay, meine lieben Truppis. Da der Pinke hier sich ja auch noch breit macht. Machen wir mal zuerst den da weg. Was und für ein Pinker? Ja, genau, das ist es. Unten rechts hat er sich breit gemacht. Ja gut, das bisschen Verteidigungsturm, da ist ja nichts Produktives mehr. Gott sei Dank, ich dachte jetzt schon, ey. Wenn der jetzt nochmal wiedergekommen wäre, hätte ich gesagt, komm, ist gut, reicht. Kein Bock mehr. Okay, der schwarze Unterpinke, die hocken da unten mit Verteidigungsturm. Ja, lass es sitzen. Ja, dachte ich auch gerade. Produktion muss weg. Produktion abgeschlossen. Arbeitet im Sensormodus. Abgeschlossen.
Produktion wurde auf die Hälfte reduziert. Schick. I like. Ja, ich kümmere mich gerade ein bisschen um die Abwehr. Dieses Thermit-Zeug ist halt echt übel, ne? Wenn du ziehst da halt gerade echt wirklich alle Register. Schon nett. Weil wenn wir die Verteidigung noch ein bisschen runterkriegen, dann kannst du mit deinen Bodeneinheiten eigentlich rein. Rein? Nein! Was? Was denn? Er hat mich tatsächlich jetzt angegriffen, meine V-Toll. Fabrik? Einheiten, ja. Nein! Genau da, wo er mich kriegen konnte. So, Digga. Fick dich mit dem Ficker. Richtig. Fick nicht mit dem Ficker! Großartig. Produktion abgeschlossen. Wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Keine V-Tools will ich bauen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Nichts mehr, die Basis ist komplett leer. Da räumen wir jetzt. Ich hab halt leider Gottes nichts mehr zum Stürmen. Womit ich jetzt hätte sagen können, gut, dann reinschicken, weil das, was ich jetzt reinschicke, wird von den Türmen halt einfach weggebombt. Alter, die Aufnahme guckt sich keine Sau an. Das denke ich mir. 2 Stunden 20. Also wer sich das durchgehend anguckt, der muss das Spiel lieben. Der und muss bitte einen Analysebericht. Ja, genau, und verfasst danach irgendwie 3,5 Seiten Kommentar, wo wir überall verkackt haben und in welchem Ausmaß. Mindestens. Sollen wir den Rest jetzt auch voll aufräumen? Da die restlichen Geschütztürme und bla. So lang, bis auf dem Display steht, dass wir gewonnen haben. Boah, alles klar. Ich glaube aber, der rafft es schon. Also der macht, wenn alle Fabriken tot sind, kriegst du den Screen. Sie haben gewonnen und dann, egal ob noch irgendwo was in Verteidigung steht. Ach egal, es greifen wir einfach alles voll an. Jetzt ist es auch voll egal. Ja. Der war bei Command & Conquer mal so schön. Oh, hey, ja. Da ist noch ein Sand, Sandbag. Ja. Ja, hervorragend. Sie haben noch nicht gewonnen. So, Luftabwehr ist dann endlich auch kaputt. So, fick nicht mit dem Ficker. Richtig. Um das einfach mal zum Leitsatz des Tages zu machen. Mann, 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 Mann. Energieressource. Produktion abgeschlossen. Schon unterwegs. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen.
Oh, was macht denn das Spiel jetzt für ein Geschiss hier? Ich will jetzt meinen Siegesbildschirm. Den haben wir bald. Na gut, ich glaub dir mal. Einheit wird wir sind viel zu übermächtig. Wir können nicht mehr verlieren. Super. Ach, außer meine Einheiten stacken sich mal wieder fest. Krummel. Energieressource. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Dabei habe ich gerade noch meine Basis Lufteinheiten sicher gemacht. Ja, ich auch. Es bot sich so an. Sigi, du hast die schnelleren Einheiten. Geh doch mal nach unten links. Unten links? Ja. Wo? Da, wo noch die blöden Kacktürmchen stehen. Ich weiß nicht, woran sich das Spiel gerade aufgeilt. Und meint, der Gegner hätte noch eine Chance. Ach, da hinten stehen noch ein paar Türmchen. Ja, unten rechts stehen auch noch Türmchen. Ich versuche gerade alles so ein bisschen mit meinen Vitals voll zu überdecken. Sehr gut. Und die kommen auch Stück für Stück. Und machen voll eine Aufräumaktion. Produktion abgeschlossen. Einheit wird komm. Räum die Scheiße voll weg. Mein Headset meckert, dass der Akku leer ist. Verdammt. Oh nein! Das muss jetzt voll durchhalten. Die 2-3 Minuten wird ja wohl noch gehen. Theoretisch müsste. So, wo hat's denn jetzt noch was? Ich sehe gar nichts mehr. Ich habe hier unten noch Einheiten. Dann keine Ahnung. Macht alles kaputt. Es ist alles kaputt, verdammt nochmal. Es ist halt echt nur noch Wirtschaftsgedöns da. Nichts zum Produzieren im Normalfall. Ah, es sind nur noch Verteidigungsanlagen so da? Würde ich jetzt außer er hat in der Mitte was gebaut. Das kann ich natürlich nicht ausschließen. Ich flieg mal drüber. In der Mitte? Ja. Sonst ist halt nicht mehr viel Karte übrig. Moment. Ja, aber da in der Mitte, da habe ich doch gerade schon aufgeräumt. Na gut, dann. Machen wir halt alle, weißt du, hier, Ölbohrtürme voll. Alles, was noch irgendwie. Schau mal an, hier hinten hat's noch einen Ölbohrturm, einen pinken. Den machen wir kurz weg. Und ihr Jungs und Mädels. Keine Ahnung. Fickt euch oder so. Ja, ich weiß nicht mal mehr, was ich mit meinen. Ich habe jetzt so viele Truppen. Nur mal drüber fegen lassen hier. Ja, das, da bin ich gerade dabei. Mal kurzerhand. Aufräumaktion. Da ist echt nichts mehr übrig, ne? Produktion abgeschlossen. Wir können ja nur irgendwo was verpasst haben. Einheit wird. Genau, dafür eine Welt frei. Ja, ja. Du mich auch. Ja, so eine X-Kommission gespielt. Da musst du so ein Gebäude halt rein. In so eine Fabrik. So, das ist dann erstmal schon. Gut, dann bist du dann drin. Dann sagte, ja, dann bist du mit dem Fahrstuhl jetzt noch eine höher. Gut, dann musst du da rein. Gut, jetzt müssen sie aus dem Gebäude auch wieder raus und schmeißt ihnen alles entgegen, was es nochmal so gibt. Okay, ja. Überall gut. Stehen monströs viele Truppen rum. Von uns. Naja. Hier ist noch was. Wo? Da, eine Artillerie von dir schießt noch auf diesen einen Signalturm. Wo? Unten. Links oder rechts? Mittig. Mittig. Und unten links habe ich vorhin auch noch irgendwas gesehen gehabt. Da hast du aber auch schon ist mal was rot irgendwie noch. Das brennt nur, ne? Da musst du. Hier ist noch eine Ölbohr. Tot. Arschloch. Ich schick mal kurz ein paar Flieger hin. Schick mal. Weil wenn das jetzt wirklich an diesem einen Ölbohrturm hängt.
Das ist schon irgendwie, wie gesagt. Neben meiner Basis sind noch zwei Ja, zwei ja genau, da Türme. Wo du deine auch gerade hinschickst. Genau den meinte ich. Okay. Energieressource. Okay. Und meine drehen schon wieder um. Was? Gebäude wird angegriffen? Was? Wo? Also das bei dir? Nee, ja, Flächenschaden. Das weiß ich selbst. Ach so. Spiel. So, und jetzt? Produktion ab. Ich suche jetzt nochmal die ganze Karte ab, hey. Schick meine Vitol-Staffel noch einmal überall hin. Geschlossen. Mission. Oh! Ah! Was war's? Ah! 2400 Einheiten haben wir gekillt. Alter! Nice! Oh, 424 feindliche Gebäude. Also es ist... Ja, irgendwie, das scheint sich zu differieren. Irgendwie. Ich hab 445 Einheiten produziert. Mir 538. Ja gut, das ist sowieso, dass das unterschiedlich ist. Ich habe noch 110 Einheiten übrig. Und 73 Gebäude gebaut. Läuft. Ja, auf kleines Röntchen, ne? Dann, meine Herren, es war mir eine Ehre, wenn nicht Freude, oder Freude, wenn nicht Ehre, mit Ihnen gespielt zu haben. Kann ich nur so zurückgeben. Und es hat deutlich länger gedauert als geplant. Aber wir können das gerne nochmal wiederholen. Gerne, aber dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so einen schwierigen Gegner oder so. Irgendwas, was weniger Zeit frisst. Ja, richtig. Gucken wir dann. Ja, aber war so lustig. Oder wenn es Zeit frisst, vielleicht früher anfangen. Ja, genau. Okay. Alles klar. Jungs. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Ja. Gleichfalls und morgen einen schönen Arbeitstag. Vielen Dank. Ebenso. Kommt. Dankeschön. Macht's gut, ne? Jo, du auch.